So, liebe Sportfreunde, so liebe im Speziellen, liebe Fußballfreunde, ich freue mich heute auf einen ganz speziellen Talkgast. Ich freue mich auf Peter Scheggert, ein ganz besonderer Trainer, ein ganz besonderer Mensch. Servus, Peter. Servus Rüdiger, Servus nach Kärnten zu allen. Und bevor wir starten, wie immer der Hinweis, wenn ihr öfter solche Talks sehen wollt, geht's auf Facebook, liked Sportfan oder Platin TV, dann seid ihr immer informiert, wenn hier wieder getalkt wird, heute mit eben Peter Scheggert, der auf der Welt schon viel herumgekommen ist, der zuletzt Nationaltrainer auf den Malediven war. Peter, wie geht's dir persönlich? Wie bist du durch die Corona-Zeit gekommen? Also mir geht es eigentlich sehr gut und ich muss natürlich sagen, dass es eine sehr schwierige Zeit ist. Ich bin dann im Dezember schon wieder nach Deutschland zurückgekommen gewesen, als es klar war, dass es auf den Malediven für mich einfach nicht mehr weitergehen wird. Und ich war in Berlin im März bei einer Filmvorführung über meine Arbeit als Afghanistan-Nationaltrainer beim Filmfestival, bei einem Film, über eine Dokumentation, 11 mm, The Man of Hope. Das wird ein Filmfestival in Berlin, da wurden die Grenzen geschlossen. Das heißt, damals in der Krise, wir haben noch an dem Tag in Berlin waren noch Journalisten, Fernsehteams, Zuschauer. Wir haben damit nie gerechnet, dass sich diese Krise so entwickelt. Und ja, ich denke mal, es ist einfach sehr schrecklich, weil sehr, sehr viele Menschen einfach ihr Leben verloren haben. Aber vor allem, die Welt wird sich mit Sicherheit in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auch wahrscheinlich auch Jahren sehr viel ändern. In Deutschland geht es ja, ich muss sagen, aus meiner Sicht zum Glück nächste Woche wieder mit der Bundesliga weiter. Wie sehr hat dir der Fußball gefehlt am Platz und auch im Fernsehen? Ja, der Fußball fehlt natürlich, und glaube ich, uns allen. Es gibt ja gar keine Diskussion darüber. Die Zeit war sehr schwierig, weil man einfach mit Sicherheit einfach auch immer wieder diese Zahlen jeden Tag gelesen hat, diese Nachrichten von den Toten, von den Infizierten. Aber wenn du dann einfach auch noch zusätzlich nicht deine Arbeit machen kannst, nur zu Hause sitzt, dann vielleicht noch im Haus bleiben musst und dann einfach auch noch da keine Fußballspiele sehen kannst, live im Fernsehen, da muss ich schon sagen, das fehlt uns allen sehr, sehr schwer. Und es ist sehr positiv, dass zumindest mal wieder im Fernsehen, auch wenn es nur Geisterspiele, gezeigt werden. Wobei man hier sehr, sehr offen sagen muss, dass es natürlich mit Vorsicht zu genießen ist. Ich bin einfach auch hier nicht der richtige Ansprechpartner, ob das überhaupt durchgeführt werden kann. Das muss man dann einfach von ja, Woche für Woche entscheiden und sehen. Aber ich glaube, dass die finanziellen Vorgaben von den Sponsoren, von den Fernsehen in Deutschland extrem stark ist. Aber ich habe, wenn ich jetzt die letzten Tage mit den anderen Fans und mit Trainerkollegen aus der Bundesliga und teilweise auch mit Jogi Löw gesprochen habe, freuen sich alle auf die Bundesliga. Zum Jogi Löw kommen wir später noch. Wie glaubst du, wird das in Deutschland sein? Deutschland hat ja eine sehr gute Fanstruktur. Werden die Fans wirklich zu Hause bleiben und sich die Spiele von zu Hause ansehen? So wie kommenden Samstag steht ja gleich das Revierderby an. Wie glaubst du, dass die das handeln werden? Wird das alles hinhauen oder wird es da Versammlungen vor den Stadien geben? Rüdiger, ich weiß es auch nicht. Es ist ja auch für mich etwas, wo ich jetzt einfach sagen muss, da bin ich auch überfragt, weil in Deutschland sind die Leute sehr, sehr diszipliniert. Also ich denke, Österreich, Schweiz, Deutschland, das sind schon die deutschsprachigen Länder, auch die skandinavischen Länder sind sehr, sehr diszipliniert. Wir auf dem Balkan sind da weniger in diesen Bereichen da zu bändigen. Aber es ist sehr, sehr schwierig, ob die Leute das auch wirklich so einsehen, ob da wirklich auch jeder dann auch zu Hause bleibt. Es kommt dann auch darauf an, ja, wie soll es dann, wie wird es dann funktionieren? Ich glaube, das sind jetzt auch für uns alle Erfahrungswerte, Neuland, wo wir einfach mal abwarten müssen. Aber es ist aber auf alle Fälle wahnsinnig schade. Ich habe natürlich auch mit vielen Fangruppen gesprochen, die auch sagen, Trainer, es ist ein Wahnsinn, wir können nicht ein Stadion, Fußball ohne Fans. Geht gar nicht. Und ich glaube, das werden auch die Zuschauer vor dem Fernseher sehen und merken, es wird schon ein anderes Spiel sein, wenn du einfach keinen Jubel hast, wenn du einfach den Kontakt mit den Fans nicht hast, wenn du einfach auch die Stimmungen in einem Stadion, ob jetzt in Dortmund oder Schalke oder auch in München oder auch in Gladbach oder wo auch immer, wenn du das nicht einfach live erleben kannst, sondern nur am Fernseher und dann einfach eine Totenstille. Das wird alles so ein bisschen Freundschaftsspielcharakter haben, Vorbereitungscharakter.
Aber letztendlich geht es um Existenz, es geht um Punkte und das war für mich klar, dass die Bundesliga wieder spielen wird und wieder irgendwie versuchen wird, das umzusetzen, auch wenn es nur Geisterspiele sind. Aber für die Fans und für uns alle wird es wahnsinnig traurig. Auch ich werde natürlich vor dem Fernseher sitzen, werde natürlich mich freuen, dass ich wieder endlich normalen Fußball sehe. Ich habe die letzten Wochen schon Champions League Finale Liverpool AC Mailand angeschaut aus 1900, was weiß ich, weißt du. Das war ja Wahnsinn, was man da einfach alles getan hat, nur um dran zu bleiben. Aber im Großen und Ganzen war das auch so, dass ich das Spiel einfach auch vermisst habe. Es wird ja jubeln in der jetzigen Form und so soll es ja nicht geben. Glaubst du, das kann man in einem Spiel so steuern aus der Emotion heraus, wenn jetzt der Haaland sein drittes Tor gegen Schalke zum Beispiel schießt, dass man da nicht auf die Kollegen zustürmt und mit denen abklatscht? Oder Problem ist es ja für mich keins, aber ich glaube, das wird man nicht ganz unter Kontrolle kriegen. Wäre ja auch meiner Meinung nach, wird es ja nicht passen, wenn man da einfach sich umdreht und weggeht. Ich weiß nicht, ob wie man jetzt loben wird. Ich denke, dass die Spieler schon mit Sicherheit sich darüber Gedanken machen werden. Also irgendwas werden sich mit Sicherheit jeder Verein oder jeder Spieler wird sich da was Besonderes einfallen lassen, wie man jubelt. Ich denke, wenn ja auch alle letztendlich getestet worden sind, dann dürfen sie sich auch ab und zu mal berühren. Aber das ist nun mal, Fußball ist nun mal ein Kontaktsport und da wirst du auch vom Gegner berührt, da wirst du auch immer wieder in Kontakt sein. Das heißt insofern, ich weiß nicht, wie die Spieler jetzt nach den Toren reagieren werden, ob sie da aufeinander zujubeln, zuspringen. Aber ich bin mir auch sicher, dass da schon einige interessante Varianten einfach auch bei den Spielern die letzten Wochen mit Sicherheit geplant sind, wenn sie ihr erstes Tor schießen. Wir kommen ja später noch zu deiner Zeit in Österreich. Ich soll dir aber gleich vorab, die schauen nämlich zu, gleich einmal Grüße vom Milan Orage und vom Adi Brescian ausrichten. Zwei Kärntner Goalies, mit denen du ja gearbeitet hast. Aber dazu kommen wir, wie gesagt, noch. Du wurdest ja in Kroatien geboren am 8. Mai 1966. Also im Namen aller Fußballfans alles, alles Gute zum Geburtstag, lieber Peter. Bleib gesund und so wie du bist. Und du musstest aber deine aktive Karriere als Fußballspieler schon mit 27 beenden. Wie ist es dann weitergegangen? Das war verletzungsbedingt. Ja, es gab eigentlich zwei Etappen bei meiner ganzen Sache. Ich war mit 17 schon Trainer, weil ich mir das Kreuzband gerissen hatte. Ich hatte damals die Möglichkeit, zum VfB Stuttgart zu wechseln. Das hat nicht geklappt. Das war die erste Etappe und dann mit 27 bei den Waldhof-Amateuren war es dann endgültig vorbei. Waldhof war damals am Aufstiegsplatz in die Bundesliga mit der ersten Mannschaft. Klaus Toppmöller war der Trainer. Und ich habe damals, nachdem ich gewusst habe, schon mit 17, es wird sehr, sehr schwierig. Habe ich schon als Trainer begonnen, ehrenamtlich. Also ich verstehe und kann auch die Probleme vieler Kollegen, die ehrenamtlich jetzt in den kleineren Vereinen arbeiten. Habe ich 4 Jahre gearbeitet, habe sogar auch Meister gemacht mit der Jugendmannschaft und bin dann später mit 27, als ich dann ja schon die A-Lizenz hatte. Das heißt, ich habe 1990, 93 und dann 95 die A- und B-Lizenz in Deutschland gemacht, bin ich in die Bundesliga gekommen. Der Klaus Toppmöller hat mich geholt, wobei ich dazu sagen muss, da gab es auch eine Phase. Diese Phase hat ungefähr so 1,5 Jahre, 2 Jahre gedauert. Da habe ich eine Weltreise gemacht und habe mir dann die WM 94 in den Vereinigten Staaten angeschaut. Unter anderem habe ich mir Arrigo Sacchi jeden Morgen beim Training angeschaut oder war auch beim Pereira beim späteren Weltmeister, das war damals für mich so dieses, wo mich einfach als Trainer weiterbildet und hat mich aber auch als Mensch unheimlich weitergebracht, weil nach meinem Karriereende war ich erstmal körperlich wahnsinnig enttäuscht. Die Situation im Kroatienkrieg hat dazu auch einen gewissen Stellenwert gehabt. Das heißt, ich musste leider dort auch wie viele andere auch das Problem, dass ich einfach im Krieg versucht habe zu helfen. Ich bin immer wieder in den Krieg gefahren und habe aus Deutschland Medikamente gebracht, Hilfsmittel gebracht nach Kroatien. Und das Ganze hat dann einfach dazu geführt, dass ich irgendwann, nachdem der Krieg vorbei war, dann gesagt habe, ich will eine Weltreise machen, ich will versuchen, alles abzuschalten, wollte, wenn ich zurückkomme, Trainer werden. Und ja, dann bin ich zum Deutschland zurückgekommen und der Klaus Toppmöller und ich, wir waren in Kontakt. Ich war in Bochum, da war der Bernhard Dietz, dann bin ich zum Bund VfL Bochum erstmal gegangen, habe ein bisschen hospitiert, dann erstmal dann unentgeltlich erstmal versucht, ein bisschen zu arbeiten, zu helfen.
Dann wollte der Topmüller, dass ich dort die Viererkette in die Jugendabteilung reinbringe. Und dann hat meine Profikarriere mit 30 Jahren beim VfL Bochum begonnen. Übrigens mit einem ganz, ganz tollen Präsidenten, dem Werner Altegoer. Also da muss ich nochmal sagen, das war einer der besten Präsidenten, die ich je hatte. Der hatte Handschlagqualität. Handschlagqualität, du hast auch ein sehr gutes Verhältnis zum deutschen Teamtrainer, zum Jogi Löw. Wie ist das entstanden? Das war damals in der Zeit in Duisburg. Wir hatten mit dem Başarı Salu einen Transfer zu Fenerbahçe und der Jogi Löw hat von mir gehört gehabt, dass ich über sehr, sehr. Wir haben in Bochum schon an die 14, 15 Jugendspieler, Amateurspieler in die Bundesligamannschaft gebracht. Dann war es einfach so, dass der Jogi Löw mich dann einfach mal kennenlernen wollte und wollte mich nach Fenerbahçe holen als Jugendkoordinator. Der MSV Duisburg hat mich damals aber nicht freigegeben. Ich war damals auch bei den Profis schon im Assistenztrainerbereich drinnen und wir waren im Pokalfinale 98 gegen die Bayern, damals 2-1 verloren mit Duisburg. Und von diesem Augenblick an, wir waren uns wahnsinnig beide sympathisch, die gleiche Philosophie, da war eigentlich immer der Kontakt geblieben. Und es war dann einfach so, als ich später dann zum DSV Leoben nach Österreich gekommen bin, ist der Jogi ja auch in Österreich gewesen. Dann war ich in Ried, dann war er bei Tirol. Ich war dann beim Wiener Sportclub, er war bei der Austria, also Austria Wien. Und so waren wir dann regelmäßig zusammen und haben sehr, sehr viel einfach auch über Fußball, über Taktik, über menschliche Dinge gesprochen. Und ja, als der Jogi dann deutscher Nationaltrainer wurde oder Assistenztrainer erst einmal, hat mich riesig gefreut, weil es hat er wirklich verdient, weil er in meinen Augen ein unglaubliches Potenzial hat und er hat den deutschen Fußball auch verändert. Das muss man ganz eindeutig sagen. Da können alle erzählen, was sie wollen. Der deutsche Fußball ist seitdem Jogi Löw einfach Nationaltrainer oder Assistenztrainer war, nicht mehr der gleiche, der er vorher war. Man hat sich einfach im spielerischen Bereich, im taktischen Bereich, aber auch im Trainingsbereich einfach weiterentwickelt. Da hat natürlich auch ein gewisser Jürgen Klinsmann seinen Beitrag dazu geleistet am Anfang. Aber später hat dann der Jogi Löw gerade die taktischen Sachen bis zum heutigen Tag hat er eine Weltmeistermannschaft geformt und ja, ich habe mich riesig gefreut. Er hat mich, ja, da gab es ja auch diese Geschichte, ich weiß, die kennst du wahrscheinlich auch, dass ich eine U21-Nationaltrainer werden sollte in Deutschland und der Oliver Bierhoff und ich, wir haben uns dann damals getroffen. Und ja, der Oliver und der Jogi waren der Meinung, dass ich das einfach machen wollte, sollte. Ich wollte unbedingt auch, hatte aber auch noch einen Vertrag in Georgien. Und kurz bevor die Entscheidung gefallen ist, ich hätte es sehr, sehr gerne gemacht in Deutschland, ist es leider dann einfach zerplatzt, weil nach dem letzten Gespräch ein paar Sachen einfach nicht gepasst haben. Und ich musste das akzeptieren. Und ja, ich hätte sehr, sehr gerne für Deutschland der U21 gearbeitet, aber manchmal muss man das akzeptieren. Scheinbar war es so, dass da, wo ich herkomme, ich war kein Deutscher und bin kein Deutscher, dass das einige Leute da gestört hat. Das muss man ab und zu mal akzeptieren. Und im Großen und Ganzen ist aber die Freundschaft zum Jürgen Löw eigentlich immer ja, genauso geblieben. Ich kann mir nochmal sagen, ich bin schon sehr froh, dass wir einfach immer wieder Kontakt haben und bedauere natürlich, wenn er mal verliert und freue mich riesig, wenn er gewinnt. Und ja, da schaue ich meistens aus über SMS und ich sei eigentlich regelmäßig in Kontakt. Auch jetzt in der Corona-Krise übrigens. Dann liebe Grüße von mir, wenn du das nächste Mal mit ihm sprichst. Er wird mich nicht mehr kennen. Ich kenne ihn ja auch aus Austria-Zeiten. Aber wenn wir gerade beim Nationalteam sind, nächstes Jahr Europameisterschaften, was hältst du von dieser Europameisterschaft in 100 verschiedenen Ländern, in 80 verschiedenen Staaten, Stadien, jetzt über drüben? Ich kenne die meisten Leute sagen, das ist ein Blödsinn. Wie siehst du das? Also am Anfang habe ich es positiv gesehen. Ich glaube, dass es damals, wo es so geplant worden ist, dass man einfach auf vielen Ländern also einfach mal positiv mal was anderes probiert hat, nicht unbedingt einem Land den Zuschlag zu geben. Zwischenzeitlich bin ich natürlich ebenfalls auch anderer Meinung und zwar deswegen, weil ich einfach nicht mehr glaube, dass es möglich ist, so einfach zu reisen, die Infektionszahlen und das Ganze drumherum. Ich glaube nicht, dass wir das alles so schnell in den Griff kriegen, wie viele Leute glauben. Das heißt, auch wenn die Tests kommen, es wird weiterhin Probleme geben und ich denke, dass es einfach auch große Auswirkungen hat auf die Stimmung. Ich glaube, dass es einfach doch immer, wenn ein Land eine Europameisterschaft, Weltmeisterschaft oder auch die Olympischen Spiele austrägt, dass man da einfach eine gewisse Planungssicherheit hat, man kann einfach gewisse Dinge vorbereiten und das wird jetzt durch diese verschiedenen Grenzen, verschiedene Kulturen, überlegen wir mal, in manchen Ländern darf man einreisen, in manchen Ländern darf man nicht einreisen, manche Länder haben diese Beschränkung, manche haben diese. Also ich glaube, dass das in Europa nicht unbedingt gut ist und ich glaube auch, dass es für die Fans zum
Reisen sehr, sehr schwierig sein wird. Und ich glaube nicht, dass es so einfach sein wird, wie sich die Leute das vorgestellt haben, bevor es man diese Entscheidung getroffen hat. Durch die Corona-Krise jetzt besonders. Kommen wir wieder zurück zu deiner Vita, zu deinem Lebenslauf nach Duisburg. Duisburg folgte Waldhof Mannheim und dann der Schritt nach Österreich, DSV Leoben und der erste Kärntner trat in dein Leben. Deine Zeit in Leoben sehr erfolgreich. Wie hast du die in Erinnerung mit dem Präsidenten Linz, mit dem Babysturm, Dollinger, Bichelmann, Parabatitz? Was ist dir da am meisten in Erinnerung geblieben? Also erstmal muss man dazu sagen, dass der Schritt von mir relativ klar war. Ich habe beim Ibiza Osim bei Sturm Graz meinen Fußballlehrer Hospiz gemacht. Also in Deutschland muss man einen Fußballlehrer, wenn man den macht, 6 Monate geht der Kurs, dann muss man eine Hospitation machen. Ich habe Erlaubnis beim Ibiza Osim gehabt. Dabei habe ich Leoben kennengelernt. Ich habe damals den damaligen Manager Hans Erbschwender kennengelernt und den Geschäftsführer Michael Gruber. Und die haben dann eigentlich für mich dazu überredet, vor allem der Hans und der Michael, haben dann immer versucht, einfach zu erzählen, wie das einfach in Österreich so wäre und wie man das Ganze so umsetzen könnte. Und ich habe dann einfach mir ein, zwei Spiele von Leoben angeschaut und habe mir gedacht, Mensch, das könnte aber passen auch zu deinem Stil. Außerdem, du wärst in der Nähe vom Osim, könntest noch ein bisschen immer was mitlernen. Dein erster Cheftrainerposten, ich war in der Bundesliga Assistent, ich war Jugendtrainer, ich war Amateur-Co-Trainer, ich hatte im Management gearbeitet. Also ich habe die volle Ausbildung in Deutschland genossen, 11 Jahre. Und dann der erste Schritt beim DSV Leoben, der war für mich einfach ein ganz besonderer, weil ich noch den Fußballlehrer Abschluss machen musste im Oktober, habe aber schon im September angefangen, Pokalspiel in Linz, da sind wir weitergekommen und habe damals schon einen jungen Spieler kennengelernt, den Matthias Dollinger aus Kärnten, wenn du da, um das wahrscheinlich anzusprechen, habe damals den Parapadis, den Bichelmann gehabt, den Günter Friesen-Bichler. Und habe mit einer Mannschaft angefangen, wo der Präsident Linz völlig überrascht war, dass die im Abstiegskampf war. Aber wenn man ein bisschen hinter die Kulissen geschaut hat, die Probleme, die damals der DSV Leoben hatte, dann war das doch irgendwo auch realistisch, weil finanziell waren sehr viele Dinge im Argen. Es gab Probleme, der Kader hat in meinen Augen nicht zusammengepasst, das war nicht richtig. Und es war dann einfach auch so, dass wir dann im Winter vor allem, noch einmal, ich kann das deutlich sagen, dass der Michael Gruber bzw. der Hans Erbschwender und ich den Linz einfach hier umgestimmt haben, gesagt haben, sie können gewisse Dinge nicht umsetzen mit diesem Kader. Wir haben eine ganz junge Mannschaft geholt, wir haben den Rainer Torres geholt aus der Bundesliga, wir haben den Kenan Kocak geholt aus der zweiten Bundesliga von Waldhof Mannheim, der jetzt in Hannover Trainer ist. Wir haben junge Spieler aufgefüllt, den Michi Gruber, wir haben den Spornik zur Nummer 1 gemacht oder ich habe den Michael Spornik damals zum Torhüter Nummer 1 gemacht. Ich habe den Kader komplett umgestellt und habe einfach die Kosten um 40% haben wir gesenkt. Und plötzlich war einfach eine Situation, wir hatten mit dem Dollinger, mit dem Pichelmann und mit dem Parapatis auch überdurchschnittlich schnelle Spieler. Das war damals dieses, was in Österreich vielleicht noch nicht so unbedingt präsent war, war damals dieses Umschaltspiel bei uns schon in Deutschland beziehungsweise international, was wir dann praktiziert haben. Und ich habe auch damals mit einer Dreierkette versucht zu operieren, Dreierkette, Viererkette. Und der Dollinger, der Pichelmann, der Parapatis, die haben in dieser Zeit einen überragenden Lauf gehabt. Aber da muss man dazu sagen, das war eine lustige Geschichte mit dem Namen Babysturm. Wir waren völlig überraschend, nachdem wir im ersten Jahr oder im ersten Halbjahr, wo ich gekommen bin, gegen den Abstieg, dann im Mittelfeld gespielt haben, plötzlich um die Meisterschaft gespielt. Das Stadion. Ich weiß noch, mein erstes Spiel, mein erstes Pflichtspiel habe ich zu Hause gegen Bad Bleiberg vor 162 Zuschauern gemacht. 162 in Leoben. Später hatten wir 4.500, 5.000, manchmal sogar 6.000 inoffiziell zu Hause in Mattersburg, 11.000. Und wir haben unglaublich erfolgreichen Angriffsfußball gespielt. Das heißt, wir waren plötzlich Tabellenführer und das war eine Situation, da war der Dolly einfach auch ein Schlüssel, ein Motor. Wenn man das sieht in diesem Umschaltspiel, Linksfuß, Großstürmer, schneller Stürmer wie der Parapatis, das hat einfach sehr, sehr gut gepasst. Und wir haben sehr hart trainiert. Und das Interessante ist, die haben alle drei Babys bekommen, beziehungsweise ihre Frau natürlich. Und es war aber nicht nur er,
Es waren nicht nur die drei, sondern auch der Club, der Bistro, beziehungsweise Gruber, Niki. Also da waren noch vier andere dabei und bleiben plötzlich, da hat jeder von den Spielern ein Baby gekriegt und ich habe dann immer gefragt, was macht ihr denn so aus, wenn ihr heimkommt? Sag mal, das gibt's ja gar nicht. Das war aber so, die waren so müde, die wollten gar nicht mehr weg und dann, das war plötzlich, kam der Name und dann haben die plötzlich gleichzeitig alle, beziehungsweise die Familien haben ihre Kinder bekommen und dann kam mir so irgendwann mal so der Name, mein Babysturm. Dann habe ich das dann mal bei der Kohle rausgehauen und ja, das ist der Babysturm von heute. Ja, na, das Offensivspektakel, dieses 3-4-3, das war damals natürlich sensationell anzusehen. Ich war ja auch sehr viele Spiele dabei. Und ein Spiel, da hat der Trainer Schegert für, was er nicht wieder sagen soll, für den Umschwung gesorgt. Da stand es zur Pause 0-3. Es hat in Strömen geregnet. Kannst du dich noch erinnern, welche Partie das war? Untersieben, Gegen wen? Untersieben, Peter Stöger, Behlig und Aigner, alle noch auf dem Platz gegen uns. Ja, genau. Erzähl einmal, wie das war. Also, es war so: Es waren mehrere Mannschaften, die für die Meisterschaft in Frage kommen. Untersiebenbrunn hatte eine richtig starke, richtig tosse Truppe da: der Peter Stöger, Mehlich, Aigner und die hatten eine richtig gute Truppe. Mattersburg hatte Kübauer, Sabitzer und diese ganzen Jungs. Und Austria-Lustenau hatte eine richtig gute Truppe, die waren richtig heiß. Mit uns Leobenern hat eigentlich niemand gerechnet. Und wir standen plötzlich in der Halbzeitpause gegen Untersiebenbrunn 0-3 hinten. Die Situation war eine Katastrophe, weil wir einfach das ganze Spiel gemacht haben und wir haben plötzlich die ganze Zeit Dinger vermasselt, wie soll ich sagen, vermasselt. Wir haben Chancen erspielt und nichts passierte. Und dann kam die Situation in der Halbzeitpause. Ich habe mir gedacht, irgendwas muss ich Verrücktes probieren. Mal schauen, habe mit den Schiedsrichtern gesprochen. Ich weiß noch wie heute, ich bin an der Kabine von den Untersiebenbrunnern vorbeigegangen. Das kann der Peter Stöger immer noch sagen. Der hat immer wieder geschrien, der Wahnsinnige ist noch nicht vorbei, Leute. Bleibt's dran, der, mit dem, der ist wahnsinnig in der Kabine, der macht die nochmal heiß. Und das hat er mir nach dem Spiel immer noch gesagt, ich habe gewusst, die kommt nochmal. Und wir sind dann in der Halbzeitpause, bin in die Kabine gekommen. Da wollte damals habe ich mit den Trainern gesprochen, beziehungsweise waren einfach, wir hatten Rot, beziehungsweise Grün, die hatten Rot und es war einfach wahnsinnig schlecht. Das ist halt durch den Regen hat man einfach die Farbe nicht mehr unterscheiden können. Da habe ich einfach gefragt, den Schiedsrichter und auch Untersiebenbrunn, ob wir die Trikots wechseln können, dass wir mit Weiß spielen. Denen war es egal, auch der Schiedsrichter hat es erlaubt. Und dann bin ich in die Kabine gekommen, habe zu den Jungs gesagt, so, jetzt hört mal zu. Die Situation ist jetzt mal so. Da hat es plötzlich an der Tür geklopft, da wollte der Präsident die Mannschaft zusammenscheißen. Und da war eine Situation, da habe ich erstmal sagen müssen, Herr Linz, bitte jetzt nicht. Wir machen das schon. Wir machen das schon. Und das war dann auch, er hat es dann auch eingesehen, dass er da versucht hat, ein bisschen zu überdrehen. Und habe den Spielern gesagt, so, jetzt Jungs, jetzt sind wir weiße Trikots an in der Halbzeitpause und jetzt legen wir los. Jetzt steht es 0-0. Und wir versuchen, die zweite Halbzeit zu gewinnen. Guckt mich an, versucht einfach jetzt taktisch, stellen wir einfach ein bisschen noch mehr um, wir riskieren alles. Mit den weißen Trikots, es steht 0-0 für uns, okay? Wir kommen da raus und wir werden jetzt weiter stürmen und ich will versuchen, egal ob wir hier 5-6-0 heute vielleicht verlieren, ich möchte in der zweiten Halbzeit eine Mannschaft sehen, die auf ein Tor spielt und wir wollen versuchen, hier das 3-3, 4-4 oder vielleicht sogar noch zu gewinnen, zu machen. Und ich habe die Mannschaft unheimlich motiviert, heiß gemacht und die Spieler fanden auch die Aktion, dass ich in der Halbzeitpause zum Herrn Linz gesagt habe, er soll er nicht reinkommen, hat, weiß ich noch, er hat einer gesagt, ist doch Wahnsinn, der Trainer, ist doch Wahnsinn, der kommt, für den marschieren wir heute nochmal. Und es war natürlich ein Risiko, was ich da getan habe. Aber wir sind rausgekommen und dann haben wir das 3-1 gemacht, waren am 3-2 dran, dann haben die plötzlich das 4-2 gemacht. Dann haben wir 4-3 gemacht und dann war auf der Bank ein junger Spieler, der hieß René Schicker, der war 17 Jahre alt. Und ich habe den René dann hergeholt, habe gesagt, René, ich brauche jetzt noch ein Tor, machst du es? Dann hat er erstmal gar nicht gewusst, was er sagen soll, hab gesagt, dann habe ich ihn wieder weggeschickt. Habe ihn nochmal geholt, habe gesagt, René, wir brauchen es 4-4, machst du es? Haben die alle angeschaut, hat gesagt, ja, ich mach's, Trainer. Habe gesagt, also gut, komm rein, zieh dich rum, geh rein. Ist reingekommen, was passiert? Erster Ball, zack, Schicker macht's 4-4. Unfassbar. Und dann hat er in der 93. noch den Innenpfosten getroffen. Der Junge ist, ja, war dann in dem Spiel der Held. Es war ein Spiel, es hat die Zuschauer begeistert. Es war eigentlich dieser Wendepunkt. Und danach haben wir fast alle Spiele gewonnen gehabt, eine Zeit lang, bis diese Probleme wieder finanziell und mit dem Transfer von Para zu Austria gegangen sind. Aber
selten eine solche Harmonie. Der Dolly, der hat da ein Spiel gemacht, die Jungs haben Gas gegeben und Pichelmann, Slobodan Gruber, Peter Gugi, Klapf, der Czpurnik hat da noch zwei, drei gut gehalten, beziehungsweise auch der Kreisel war dann später auch dabei. Wir haben mit Pistrol eine Maschine gehabt. Wir hatten eine richtig gute junge Truppe und das war einfach eine richtig gute Euphorie. Und wie gesagt, das hat uns plötzlich mit dem Rainer Torres, der später auch peruanischer Nationalspieler wurde. Ja, wir haben uns wirklich an die Spitze geschossen. Was aber ganz entscheidend war, wir haben die Aufmerksamkeit nicht nur in Österreich, sondern auch in der deutschen Bundesliga plötzlich bekommen. Es war natürlich so, dass die Spieler plötzlich da waren und was viele ja heute vergessen haben, der Matthias Dollinger wurde als Zweitligaspieler Nationalspieler beim Hans Krankl. Ich weiß noch, dass der Willi Rothensteiner, der damals auch für den Verband gearbeitet hat, oft bei uns beim Training, auch bei den Spielen war und immer wieder mit mir geredet hat über Entwicklung, Jugendspieler, wie man das macht in Deutschland, dieses neue Konzept, wo man einfach ansetzt. Und der Dollinger, der war überragend. Der Matthias hat nie in der Nationalmannschaft, in der Jugendnationalmannschaft gespielt. Für mich undenkbar. Ein so super Junge, ein solches Schlitzohr. Und ja, der hat dann plötzlich die Chance gekriegt, in der A-Nationalmannschaft in Österreich zu spielen. Der Hans Krankl war ja auch mal bei dem Spiel da und die waren alle begeistert von diesem Umschaltspiel und von diesem Pressing und was wir damals schon praktiziert haben. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich diese glückliche Zeit mit den ganzen Leuten dort erleben durfte. Ja, bei dem Spiel dürfte ich ja auch dabei sein und bei vielen anderen und mit dem Schlitzohr beim Dolly dürftest wohl recht haben. Da gibt es ja noch eine gute Geschichte, glaube ich. Da hatte er ein Angebot von Rapid. Wie war das? Eh zu deinem Ja, Geburtstag, glaube ich. der Dolly war schon was Besonderes, das muss man dazu sagen. Die Situation war so, wir waren nach dem ersten Teil schon, einfach waren sehr, sehr viele Spieler interessant für die Bundesliga. Die meisten Bundesligisten hatten großes Interesse und Matthias war einfach im Fokus, war im Schaufenster. Viele Vereine in der Bundesliga wollten den Matthias. Er hat einen Vorvertrag mit Rapid eigentlich schon in der Tasche gehabt. Der Rapider haben ihm einen Vertrag gesendet. Wir haben uns dann in der Geschäftsstelle mit ihm zusammengesetzt. Ich musste damals auch im Management mitarbeiten, weil der Hans Erbschöner und der Klaus Gruber wurden entlassen. Die Situation war für mich damals sehr schwierig. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und dann habe ich mit dem Dolly zusammengesessen, der Harry Rau und ich. Und dann hat der Dollinger mir den Vertrag gesagt: Trainer, das ist Wahnsinn, was ich da von Rapid kriege. Und ich habe den Vertrag dann auch gesehen, habe gesagt: Mensch, Dolly, da hast du recht, das ist, können wir denn nicht bieten, auch dieses Ambiente nicht Bundesliga? Und dann hat der Dolly mich angeschaut, hat den Rau angeschaut und ich vergesse es nie mehr, wie er dann einfach sagte: Ah, Trainer, Sie haben ja Geburtstag heute, komm, das ist Ihr Geburtstagsgeschenk und zerreißt dann den Vertrag, ich bleibe nochmal ein Jahr. Das war Dolly, das war Dolliger, unfassbar. Ich habe mich Ja. hegelacht, wir haben uns alle, wir haben es gar nicht glauben können. Und es hat sich für ihn gelohnt. Er ist danach, wie gesagt, bei uns richtig durchgestartet. Und ich war damals der Meinung, er war noch nicht so weit. Wir haben versucht, es auch zu erklären. Ein halbes Jahr, ein Jahr brauchst du noch, damit du einfach das stabilisierst, dieses Krafttraining, dieses spezielle Rhythmus und vor allem einfach auch das Taktische, weil er einfach meiner Ansicht nach im taktischen Bereich, im Defensivbereich noch große Lücken hatte aus seiner Zeit, die er einfach auch in der Ausbildung einfach auch nicht genießen konnte. Aber Qualität nach vorne, ich kann mich nicht erinnern. Also ich bin mir heute sicher, wenn heute so ein Verein wie jetzt Liverpool oder in Deutschland Bayern München kommt, dann so ein Spieler mit so einer Schnelligkeit, 1 gegen 1, wie der die Probleme löst, das ist schon ein überdurchschnittlicher Spieler gewesen zu seiner Zeit. Und der hat es ja dann super genützt, ist zum GAK gewechselt, ist dort Meister und Cupsieger geworden, hat als erster österreichischer Club an der Anfield Road gewonnen mit Dolly. Also das hat sich ausgezahlt, weiter in Leoben zu bleiben. Dann ging es ja nach Ried, wieder Kärntner und danach warst du von 2004 bis 2006 beim Sportclub, ein Verein mit riesiger Tradition. Wie bist du mit der Wiener Mentalität, mit dem Wiener Schmäh, mit der Tschentscherei, wie man so schön sagt, der Wiener zurechtgekommen? Weil die Fans sind ja toll beim Sportclub. Also es waren zwei entscheidende Faktoren.
Erstmal bin ich nach Ried gegangen, was die wenigsten wussten. Ich hatte auch ein Angebot von Salzburg damals und bin aber in Leoben geblieben. Und dann haben wir uns ja in Leoben letztendlich ein bisschen zerstritten gehabt, weil ich einfach anderer Meinung war über die Fortsetzung wie das Ganze weitergeht. In Ried war es dann so, dass ich einfach tolle Leute kennengelernt habe und sehr, sehr viel positive Erfahrung für mich gesammelt habe. Ich habe da auch den Milan Orage, Adi Bresciani gehabt, Germaniak gehabt, Lamprecht gehabt, also sehr, sehr viele Kärntner, aber auch sehr, sehr viele andere gute Jungs. Und dann aber hat irgendwie auch nicht funktioniert. So ist es ab und zu mal im Fußball. Das war dann eine Situation, ich wollte zum Wiener Sportclub. Ich weiß noch wie heute. Wir haben mit Leoben dort mal im Pokal, beziehungsweise haben wir dort gespielt gehabt und wir haben dort ein tolles Spiel gemacht und ja, die Fans, die waren schon in Macht und die Fans wollten unbedingt nach dem Spiel, vergesse ich nie mehr, wir hatten dort verloren im Pokal und dann haben die da noch geklatscht und uns Beifall geklatscht. Da haben wir gedacht, auf jeden Fall, sag mal, wollen die uns da veräppeln oder was noch? Und dann habe ich gemeint, die meinen es ernst, die waren einfach toll, die waren zufrieden mit dem klasse Spiel und dann haben die nach dem Spiel einfach geklatscht und bejubelt, weil es war einfach toll. Und ich fand diese Geste toll und habe den Jungs sind wir auch dahingestellt und haben auch den Fans auch zurückgeklatscht. Und das war dann so eigentlich dieser Wellenbrecher, der dann einfach dazu geführt hat, dass plötzlich hatte ich eine Verbindung zu diesen Fans und ja. Ein Jahr später bin ich dann letztendlich bei denen oder anderthalb Jahre später war ich dann bei denen Trainer. Und das war für mich eine ganz tolle Zeit. Die Wiener sind ein ganz schwieriges Volk, aber ein ganz tolles Volk, wenn man sich dort mit denen arrangieren kann und wenn man das findet. Der Wiener Schmäh hat schon was. Ich habe heute noch, gerade heute habe ich mit Wien sehr, sehr viele Anrufe aus Wien bekommen. Gratulationen. Und ich freue mich, dass ich dort einfach auch ja, positive bleibende Spuren hinterlassen konnte. Also Wiener Ja, Sportclub ist schon was Besonderes. in Österreich war dein Markenzeichen deine schwarze Lederjacke. Bei Wind und Wetter hast du die angehabt. Die hast du, glaube ich, heute noch. Was hat das mit dieser schwarzen Lederjacke auf sich? Ja, es war einfach so, es hat mir einfach sehr, sehr viel Glück gebracht. Wir haben damit relativ selten verteidigungsweise haben die meisten Spiele gewonnen und das war dann einfach so. Im Sommer konnte ich sie sehr schwer tragen, aber im Winter habe ich einfach immer so diese. Die schwarze Jacke wurde dann irgendwann so das Markenzeichen auch an diesem besonderen Spiel, als wir gegen Unterseebrunn 4-4 zu Hause gespielt hatten, als wir Mattersburg zu Hause 4-0 weggehauen haben aus dem Stadion mit Kühlbauer. Und der hat dann auch nur über diese Jacke gestänkert, habe ich mir gerade deswegen hat mir irgendwann gefallen. Das war so ein bisschen auch dieses Markenzeichen und die hat mir einfach Glück gebracht und ja, die habe ich dann einfach so, bis zum heutigen Tag habe ich die heute noch, diese Jacke. Und gut, ich ziehe sie jetzt nicht mehr unbedingt an, aber es ist natürlich so, dass ich sie trotzdem ab und zu mal irgendwo gerne trage. Nicht zu spielen, aber sonst allgemein. Motte Dollinger sieht uns natürlich auch zu. Liebe Grüße, soll ich dir ausrichten? Vielen Dank, der Dolly ist wie gesagt ein ganz besonderer Spieler, der ist mir unheimlich ans Herz ja, gekommen. Der Dolly und seine ganze Situation, wie sich das alles entwickelt hat, war natürlich wahnsinnig stolz, auch über seine ganze, an der Seite auch nochmal, das ist jetzt einige Jahre her, sein Vater, mein Beileid nochmal auf der Familie gegenüber, das habe ich mir auch gesagt, es ist ein unglaublich geschickter und toller Junge, dieser Matthias Dollinger, ein Schlitzohr, ein cleverer, in meinen Augen ein absoluter Top-Spieler gewesen in Österreich und der hätte auch mit Sicherheit auch in der Bundesliga oder vielleicht sogar noch mehr erreichen können. Aus irgendeinem Grund hat es dann nicht mehr gereicht. Vielleicht war diese Balance beim Dolly einfach auch, was ich als immer als Trainer bei ihm einfach gehabt habe. Ich habe immer sehr, sehr streng war ich zu ihm. Ich habe unglaublich viel von ihm gefordert, aber habe ihn auch immer wieder mit dem Schmäh und seinem ja, der hatte einfach immer einen Schmäh in dem Gesicht. Der hatte immer Spaß und der wollte immer Spaß haben und da haben wir die richtige Balance gefunden. Also beim Dolly musstest du auch als Trainer immer aufpassen, dass er dir nicht einen Streich spielt. Also das war schon ein Schlitzohr. Das glaube ich dir sofort. Also nach dem Sportclub war ja deine Österreich-Zeit vorbei und dann ging es aber, sage ich mal, erst richtig los. Zuerst mal nach Osteuropa, nach Georgien von 2006 bis 2008. Eine schöne Zeit, aber keine einfache Zeit, glaube ich, besonders zum Schluss. Erzähl mal. Ja, es war so, dass der Klaus Toppmöller Georgien Nationaltrainer wurde und mich unbedingt haben wollte.
Ich habe 2005 leider auch meinen Vater verloren, deswegen kann ich auch dem Dolly und vielen anderen auch nachempfinden, wenn dieser Schritt einfach kommt. Du musst eben die Familie kümmern, musst einfach ein paar Sachen machen. Ich habe damals den Toppmöller erstmal abgesagt gehabt, und bin aber froh, dass der Toppmöller mich dann später geholt hat. Ich habe dann erst die U21 übernommen, war im Scouting-Bereich bei der A-Nationalmannschaft und das war einfach so Georgien, es musste einer von uns drüben bleiben. Da war der Ralf Mingen, der heutige Manager von Dynamo Dresden, der Klaus Toppmöller und sein Bruder. Und da war ich da. Und da war einfach die Vereinbarung zwischen Klaus Toppmöller und mir und auch mit dem Ralf, dass ich in Georgien vor Ort die Spieler beobachte. Das heißt, alle Spieler in der A-Nationalmannschaft, alle Jugendspieler und auch für die U21, U17, U19, alles Versuche in die Wege zu leiten, weil wir haben uns um sehr, sehr vieles gekümmert. Dann habe ich das alles alleine dann übernommen für die Jugendnationalmannschaften und habe bei der A-Nationalmannschaft auch im Scouting-Bereich dann in Georgien gelebt. Das heißt, es war einfach so, dass ich ja dort unheimlich starke Bindung aufgebaut habe zu den Menschen in Georgien. Und plötzlich ist auch der Erfolg gekommen. Wir hatten mit der U17, U19 und auch mit der U21 waren wir plötzlich sehr, sehr gut aufgestellt. Die A-Nationalmannschaft hat leider immer ganz, ganz schwere Gruppen gehabt mit Italien, Frankreich. Jedes Mal haben wir die Franzosen und Italiener in der Gruppe gehabt. Das war ein Wahnsinn. Also der Henri und diese Jungs, die sind uns damals schon ganz schön weggelaufen, Ribéry und die, muss man sagen. Und immer wieder Gattuso oder Pirlo, das waren schon entscheidende Spiele. Also der Gattuso hat mir einmal die Hand gedrückt bei so einem, nach dem Abschlusstraining, da habe ich gedacht, mir fliegt die Hand weg. So hat er zugedrückt. Da war schon ein sehr, sehr lustiger Geselle da. Aber der Pirlo überragend. Und ich habe dort einfach über 3 Jahre einen ganz guten Job gemacht und wir haben dann, da hat übrigens auch wiederum die schwarze Leder ja keine Rolle gespielt. Wir hatten ein besonderes Spiel gegen Russland in der Europameisterschaftsqualifikation mit der U21. Und da war es schon eine Situation kurz vor dem Krieg. Das heißt, da gab es Warnungen von Seiten von Putin, wenn den russischen Spielern auch nur ein Feuerzeug auf den Kopf fällt oder irgendwas passiert, dann marschiert er sofort ein. Da war die Situation so. Wir hatten ein Stadion, Russland gegen Georgien, das ist das Deutschland, Österreich, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie bittert dieses Spiel ist. Und dann noch in der U21 noch ein Qualifikationsspiel. Die Russen hatten alle gewonnen, hatten kein einziges Tor bekommen, kamen zu uns. Und ja, wir mussten dann von einem ausverkauften 50.000 Zuschauerstadion in ein kleines Stadion, weil dort waren dann 3.000 Polizisten, nur 3.000 Polizisten, die dann die Russen beschützt haben, dass denen in Georgien nichts passiert. Und wir haben das Spiel unseres Lebens gemacht. Wir haben gespielt, das war unfassbar. Das Spiel wurde live im Fernsehen übertragen. Der Saakaschwili, Staatspräsident, hat dann später dann auch noch angerufen, alle möglichen Leute. Wir haben gegen Russland 2-0 gewonnen. Und da diese Lederjacke eine ganz entscheidende, das wurde dann in ganz Russland auch übertragen, weil es war schon eine Blamage für die Russen. Auf der einen Seite, dass sie gegen uns verloren haben. Und wir haben plötzlich mit diesem Schlag haben wir alles gewonnen, plötzlich die Chance gehabt, zur Europameisterschaft mit der georgischen U21 zu kommen. Und es war eigentlich dieses Spiel, das mich in Georgien, ja, überall auf den Straßen wurde ich plötzlich von, ja, allen möglichen Leuten umarmt, geküsst und Trainer, du hast uns den Stolz zurückgebracht und es war ein Wahnsinn und es war dann einfach nur noch eine Frage der Zeit, wann ich georgischer A-Nationaltrainer werde, wobei es hier auch für mich einfach klar war, dass ich, ja, das einfach erst in Abstimmung mit Klaus Toppmöller und dem Verband einfach besprechen musste. Die Situation hat sich dann so entwickelt, dass wir dann eine Situation hatten, der Klaus Toppmöller zurückgetreten. Ich sollte die A-Nationalmannschaft übernehmen vorläufig und es standen 2 Länderspiele an gegen Estland und Portugal. Cristiano Ronaldo hat gewartet und dann war einfach eine Situation, dass ich mir gesagt habe, nein, das mache ich nicht. Ich wollte einfach nicht und der Präsident des Verbandes hat mit dem Toppmöller dann geredet, hat mich der Klaus angerufen. Der Klaus ist zurückgetreten und hat gesagt, Peter, bist du wahnsinnig, das musst du machen. Mach die beiden Spiele, mach die Nationalmannschaft, mach auch die A-Nationalmannschaft. Ich war schon technischer Direktor für alle Jugendmannschaften, aber erst als der Klaus mir das grüne Licht gegeben hat, habe ich dann gegen Ronaldo gespielt und es war ein ganz tolles Erlebnis, muss man sagen. Wir haben zwar verloren in Portugal, Scolari, Ronaldo, Nani, das war schon, Ronaldo ein bisschen kennenlernen dürfen bei einer Pressekonferenz, Scolari ein bisschen näher kennenlernen dürfen, einfach auch, weil wir ein bisschen, ja, wir haben die Türkei simuliert vor der Europameisterschaft
Und dann war eigentlich alles okay. Während der Europameisterschaft war ich dann in Kärnten, habe mir Deutschland-Kroatien angeschaut, haben die Kroaten gewonnen. Das war dieses tolle Stadion, das mich heute noch fasziniert. Also da habt ihr ein super Stadion da unten und war eine richtig klasse Atmosphäre. Und danach, nach der Europameisterschaft, ist, ja, war eigentlich alles klar. Und dann plötzlich hieß es, unter Umständen kommt Hector Rauhkuppe, und plötzlich ist dann auch noch der Krieg gekommen und eine Situation in Georgien, Russland. Plötzlich war Krieg in Georgien. Ja, aber auch zu der Zeit warst du ja noch drüben, als Krieg war, oder? Ja, das war eine Situation, die war sehr schwierig. Ich konnte ausreisen, das kommt wieder das Thema auf. Ich war auf dem Weg, habe ein Scouting, habe die A-Nationalmannschaft betreut, die Jugendnationalmannschaften, und der Hector Cooper sollte kommen. Und ich habe mich schon auf die Zusammenarbeit auch gefreut auf der einen Seite. Aber die Situation war so, plötzlich war Krieg. Und dann sagt mir der Präsident des Verbandes, Trainer, du musst das Land sofort verlassen. Dann habe ich gesagt, bin ich entlassen? Dann haben sie gesagt, nee, du bist nie entlassen, aber wir können dich nicht mehr beschützen. Ich hatte in Georgien immer zwei Leibwächter. Und dann habe ich gesagt, du, ich bin in Kroatien geboren, in Deutschland aufgewachsen und habe schon einiges erlebt in meinem Leben. Also, ich habe schon einen Krieg erlebt in Kroatien. Also, wenn ich dich entlassen will, lass mich hier entscheiden. Dann habe ich den Jogi Löw angerufen und habe gefragt, Jogi, wie sieht es wirklich aus? Und dann hat Jogi gesagt, okay, ich tue mich mal ein bisschen umhören. Nach einer Zeit hat er zurückgerufen und gesagt, Peter, sofort raus aus dem Land, das wird ganz schlimm. Also, das sieht so aus, als ob wir da, der Putin wird wahrscheinlich da wirklich einmarschieren. Und ich habe mich dann entschieden, habe gesagt, Jogi, das kann ich nicht machen, ich bleibe noch mal eine Nacht, und bin dann noch, wollte noch mal eine Nacht bleiben. Und am nächsten Morgen habe ich dann entschieden, ich will versuchen, den Leuten zu helfen. Ich will versuchen, in Georgien zu bleiben, und habe versucht, noch den Verband und das Spiel aus dem Land zu bekommen, meine U19, meine U17, meine U21 und vielleicht noch den einen oder anderen A-Nationalspieler. Und ich habe damals gewusst, was ich tue. Ich hatte ein letztes Ticket bekommen am nächsten Morgen vom Verband. Das hat 10.000 Dollar bezahlt, das weiß ich noch wie heute. Und als ich das dem Präsidenten gesagt habe, er kann jemand anders das Ticket schenken. Ich bleibe bei den Menschen in Georgien, weil ich als Trainer nicht immer nur erzählen kann, ja, wir sind eine Macht, wir sind zusammen und wir gehören in eine Einheit. Und wenn dann wir gewinnen gegen Russland, wir haben das Spiel gewonnen und wir haben so eine Gemeinschaft aufgebaut. Und dann heißt es, kommt der Krieg, und dann bin ich der Erste, der im Flieger sitzt und sagt, Leute, aber in 2 Wochen, wenn ich wieder da bin, dann legen wir wieder los. Aber 3, 4 Wochen, wenn der Krieg vorbei ist, dann bin ich wieder da, und dann legen. Das konnte ich nicht machen. Ich konnte das nicht machen, hätte mein eigenes Gesicht verloren. Für mich selber konnte ich das nicht machen. Ich habe das auch dem Yogi gesagt. Yogi, wenn ich jetzt weggehe, dann bin ich nicht der Mann und nicht der Trainer, für den ich mich immer ausgegeben habe und wer ich immer sein wollte. Es ist jetzt einfach so, ich bleibe bei den Menschen, wenn hoffe, dass es einfach gut wird und hoffe, dass es nicht so schlimm wird. Aber ich möchte die Menschen nicht im Stich lassen. Und es war dann so, ja, dann war es vorbei, dann konnte keiner mehr raus. Und dann muss ich schon sagen, es waren sehr, sehr harte und schwierige Tage, die Bombeneinschläge. Und da habe ich mich schon ein paar Mal gefragt, Mensch, was hast du da wieder gemacht? Du, jetzt bist du hier aber ganz schön da. Und habe noch die U17 und teilweise auch die U19 aus dem Land gekriegt, über meine Kontakte, auch mit meinem Privatvermögen. Habe dort alles verloren, was ich einfach damals verdient hatte in Georgien. Das heißt, es ist mir das zweite Mal gewesen, in Kroatien Krieg alles verloren, dann in Georgien wieder im Krieg alles verloren. Aber ich habe das einfach auch deswegen nie bereut, weil ich wusste, ich habe damals Menschen helfen können und habe auch nie was erwartet. Und ja, der Yogi sagt es auch heute noch, das war ein Wahnsinn, was du damals gemacht hast. Ich weiß noch, ich bin mal mit dem Gus Hiddink, Bertie Fuchs und Van Marwijk und den allen nach diesem Krieg zusammengesessen, haben die gesagt, es ist ein Wahnsinn, dass du da geblieben bist. Und ich habe damals gesagt, ja, ein Trainer ist ein Vorbild, und ich musste einfach auch für meine Spieler einfach auch versuchen, das Vorbild zu sein. Ja, das habe ich versucht. Ja, Hut ab, Peter, muss ich wirklich sagen. Und dann hast du dir gedacht, so wie es ausschaut, bist du braun, kriegst du Frauen. Weil dann ging es nach Bali und nach Makassar, also nach Indonesien. Du hast da in der indonesischen Super League gespielt, auch eine ganz neue Erfahrung. Wie war es in Bali? Wie war es bei Makassar? Also erstmal muss man noch eine Sache zum Abschluss machen, mit Georgien zum Abschließen, als diese ganze Sache war in Georgien. Da war eine Demonstration
Und da habe ich als Trainer, haben die mich dort zu einer Demonstration, haben die mich sprechen lassen. Das kann man heute noch sehen auf YouTube. Die Spieler haben das angesetzt. Und jemand aus, ich habe also über Frieden und über alles Mögliche einfach auch bei dieser Demonstration gesprochen und warum ich das Land Georgien nicht verlassen hatte. Und irgendein Milliardär aus Indonesien muss das mitbekommen haben, dass es da einen Trainer gibt, der so diese Prinzipien und der so etwas einfach gemacht hat. Der wollte unbedingt, dass ich in Bali einen Verein für ihn aufbaue. Das heißt von 0 auf 100. Ich war lange Zeit in Europa nach der Geschichte in Georgien. Die Georgier haben mich, nachdem ich mit Deutschland verhandelt hatte, nicht den Job bekommen habe, entlassen. Dann habe ich ein Angebot gehabt aus West Ham United. West Ham United, die war schon 5 Tage beim Training und hat dann aber am Ende nicht geklappt. Da waren irgendwelche Sachen, die haben das scheinbar nicht geplant, weil es hat jemand anders für mich dann auch mit eingeleitet. Dann war ich beim Karlsruhe SC, zweite Bundesliga sicher und es hat alles nicht geklappt. Und dann kam plötzlich dieses Angebot aus Indonesien, Bali. Er hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Jakarta oder Bandung oder so zu machen. Da habe ich gesagt, was gibt es noch? Bali, er hat gesagt, Trainer. Ein Jahr Bali, 5-Sterne-Hotel und den Verein aufbauen, wenn sie das für mich machen. Und ich hatte 1,5 Jahre nicht gearbeitet. Ich brauchte auch das Finanzielle. Ich hatte im Krieg in Georgien alles verloren. Und ja, dann habe ich zugestimmt. Und dann habe ich dem dort einen Verein aufgebaut. Herrn Panigoro, übrigens ist Bali mittlerweile auch indonesischer Meister geworden. Habe dort Talente aufgebaut, die viele wurden Nationalspieler, habe dort interessante Spieler auch aus dem Ausland geholt, auch diese sind Nationalspieler geworden und haben im ersten Jahr dann einfach Bali Struktur gegeben, ganzen kompletten Verein von 0 auf 100 Jugendarbeit mit allem drumherum mit aufgebaut und ja, dann kam dieser Panigore, der hat dann gesagt, so Trainer, super. Er hat sich 50 Trainer aus der ganzen Welt geholt, die hat alle bezahlt. Da habe ich 360 Millionen damals für die Saison und für alle Spieler bezahlt. Und das war ein Wahnsinn. Und dann hat er gesagt: So, pass auf, die 49, die schicke ich wieder heim, weil da hat irgendetwas nicht gepasst. Aber mir gefällt das so bei Ihnen. Sie möchte ich, dass Sie meinen anderen Verein in Makassar übernehmen. Da spielen Sie zwar gegen Abstieg, Traditionsverein und der größte Verein also der größte Traditionsverein in Indonesien. Und dann hat man gesagt, okay, Makassar, auch am Meer, tolle Stadt, gefällt mir, mache ich. Dann bin ich darüber gegangen und dann haben wir aus dieser Situation plötzlich nicht gegen Abstieg gespielt, sondern plötzlich waren wir Tabellenführer nach einigen Wochen und Monaten. Und ja, da war das alles eine Geschichte, die war dann einzigartig. Also Makassar, 30.000, volles Haus. Wir hatten beim ersten Training, ich vergesse ihn nie mehr, da hatten wir 3.000 Zuschauer. Beim Training, 3.000 Zuschauer. Beim ersten Training, was ich offiziell gemacht habe. Dann beim zweiten waren es 5.000. Wenn wir Eintrittskarten verkauft hätten, hätten wir wahrscheinlich noch ein Riesengeschäft. Ich war total, die waren, Makassar ist so das ziemlich Verrückteste, was ich je in meinem Leben von Fans erlebt habe. Also ohne Begrenzung waren die plötzlich um das Ding drumherum gestanden und es war vorbei. Du konntest weder links, wenn die mal auf den Platz gekommen sind, dann konnten wir nicht mehr trainieren. Und dann habe ich mir so eine Idee gehabt und deswegen habe ich dann auch wahrscheinlich bei den Makassar-Leuten irgendwo, ich habe gesagt, komm, die drücken wir jetzt wieder raus aus dem Feld und immer wenn wir vorbeilaufen, klatschen wir die alle ab und dann sind wir da um den Platz gejoggt und haben jemand größere Runden getragen und haben die abgeklatscht und die fanden das so klasse. Von dem Augenblick war ich plötzlich der Liebling von denen. Und wir haben dann auch den Pokal geholt nach zig Jahren. Also ich glaube, wir haben, glaube ich, in den letzten 20 Jahren, 27 Jahren nichts mehr geholt. Das war der einzige Pokal. Also die haben uns dort gefeiert, als wir auf dem Flughafen angekommen sind. Sie waren 40, 50.000 dort, waren den Flughafen, die ganze Stadt. Das war ein Wahnsinn. Ja, also sowas habe ich noch nie erlebt. Also Makassar, alle Achtung PSM, das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Aber ja, wie gesagt, es war dann einfach so, dass einfach nach 3 Jahren Indonesien nicht unbedingt auch wieder zurück nach Europa wollte, wie auch jetzt wieder. Und ja, so bin ich wieder zurückgegangen und habe den Verein gebeten, obwohl sie mir einen 5-Jahres-Vertrag, obwohl ich noch einen 3-Jahres-Vertrag, 4-Jahres-Vertrag länger hatte, also 5 Jahre habe ich unterschrieben, ein Jahr habe ich gearbeitet, 1,5 Jahre, und dann habe ich den Verein aber gebeten, dass sie mich gehen lassen.
Ich habe schon viele Abschiede erlebt und du gehst plötzlich. Aber die haben mich dann erstmal nicht gehen lassen. Dann haben sie 1, 2 Wochen noch gewartet. Und dann gab es ein Spiel und da sollte ich kommen. Und da plötzlich war ich im Stadion und da waren 30.000 und 30.000 Menschen haben meinen Namen, thank you, Coach, thank you, also haben mich verabschiedet. Das muss ich sagen. Also ich war ergriffen. Das waren ein Gefühl. Da gibt es auch Bilder und auch die Videoaufnahmen. Also ich muss sagen, also für sowas lebst du als Trainer. Also ich habe immer für sowas gelebt. Sowas zu erleben, mal im Stadion. Ich erinnere mich da immer an den Rangnick, seine Runde, als der damals auch umgekehrt. Ich bin immer vor dem Spiel schon immer auch immer mit den Fans war gut gewesen, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Und die sind dann da gestanden und alle mit Plakaten und 30.000 und haben mir ein Bild gemalt und geschenkt. Das habe ich heute noch von mir ein Porträt. Also ich hatte eine Gänsehaut und ich glaube, in meinem ganzen Leben bin ich auch verabschiedet worden. Meistens musst du als Trainer durch die Hintertür irgendwo rausgehen, aber da so vorne rausgehen, selber zu sagen, ich höre auf und dann boah, so verabschiedet zu werden nach 1,5, 2 Jahren, also alle Achtung. Und du hast vergessen zu erwähnen, über diese Zeit bei Makassar wurde auch ein Buch geschrieben. Nutzt uns wenig, weil das wird nicht auf Deutsch gewesen sein. Nein, es ist so, das war wirklich so. Wir haben dort sehr gute Arbeit und hatten wieder das Glück, dass einfach sehr, sehr vieles zusammenkam. Und es gab eine Situation, dass einfach die Fans unbedingt dieses Jahr und diesen Titel, den wir da geholt haben, einfach auch etwas machen wollten. Und dann hat man einfach über meine Arbeit dort ein Buch geschrieben. Und es gibt ein Buch über mich und das habe ich zu wohltätigen Zwecken. Den Verkauf dieses ganzen Buches tue ich letztendlich auch für die Kinder in Makassar und habe ich alles gespendet für wohltätige Zwecke, weil ich einfach der Meinung war, ja, ich war nicht so gut eigentlich. Ich habe nur das Glück gehabt, dass ich einfach gute Resultate hatte, aber ich fand die Menschen einfach sensationell und man darf schon nicht vergessen, also Makassar hat 4,5 Millionen Einwohner. Das muss man sich mal vorstellen. Eine einzige Stadt hat 4,5 Millionen Einwohner und da kann man sich auch vorstellen, dass es in vielen Bereichen noch sehr, sehr viele gesellschaftliche Probleme hat. Und da habe ich halt oft auch sozial versucht zu helfen. Und als dann diese Geschichte kam mit dem Buch, da war für mich klar, kommt für die Kinder von Makassar oder für die soziale Komponente dort, was man dort für Einnahmen hat. Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie man mit der Armut, die ja in Indonesien, in so Großstädte, in gewissen Vierteln einfach immer mit dabei ist, wie man damit umgeht. Also ich habe diesen Spagat schon extrem gehen müssen. Auf der einen Seite habe ich in einem sehr luxuriösen Hotel gelebt. Es war schon auf Bali so, am Strand, direkt am Wasser. Und Makassar hat 13 Tageszeitungen, 3 Fernsehanstalten, wie gesagt, 4,5 Millionen Einwohner. Und habe einfach auch diesen ja, Luxus genießen können oder erleben können. Auf der einen Seite ich selber. Auf der anderen Seite, wenn ich draußen zum Training gefahren bin, wenn ich in die Slums bzw. in die Hotspots da gefahren bin, immer wieder Leute, Kinder auf der Straße gebettelt und versucht einfach auch nochmal hier was zu essen zu bekommen. Da habe ich einfach versucht, auch öfters mal Aktionen zu machen für diese Leute. Habe dann einfach auch Trainings gemacht, wo wir einfach mal was alle gespendet haben oder hier mal ein Essen hingebracht haben oder da mal was gemacht haben. Es ist wahnsinnig schwierig in einem Land von der Größe von Indonesien, ungefähr 200 Millionen Einwohner, dass man dort einfach sich das vorstellen kann in Europa für uns. Ich kannte das aus Afrika, weil ich auch als junger Mensch und auch als Trainer beim MSV Duisburg in Afrika häufiger war, um Spieler zu beobachten. Es ist schon ein Wahnsinn und da blutet dir schon das Herz, wenn du da einfach siehst, wie die Menschen ja einfach Hunger leiden und wenn du die Kinder da siehst, die einfach da in kurzen Unterhosen durch die Gegend laufen und nichts zu essen haben, dann an die Scheiben klopfen. Also wie gesagt, das ist schon sehr schwierig. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite muss man einfach auch sehen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Für mich war klar, durch das, dass ich einfach die Nähe hatte, ich habe oft auch Kindern ohne Eltern besucht oder auch, das habe ich auch in Georgien gemacht übrigens. Also
Versucht einfach Mittagessen mal zu organisieren oder mal ein Abendessen oder irgendetwas zu machen. Und vor allem Eintrittskarten, die waren dann immer so für diese Kinder reserviert. Und ja, da gibt es auch eine ganz lustige Geschichte. Diese Banditen da. Einmal hat mein Bodyguard mir gesagt, in Georgien, nicht in Georgien, in Indonesien, Makassar, Trainer, dahin kommen die Kinder. Und da habe ich gesagt, ja, komm. Da sagte er, geben Sie mir Ihre Sachen und so. Da habe ich gesagt, ja, vor den Geilen habe ich doch keine Angst. Also ich muss sagen, das war unfassbar. Da sind da so 20, 5-Jährige, 6-Jährige auf mir raufgesprungen, als die mich letztendlich dann umarmt und alles geküsst hatten. Im Endeffekt immer wieder gedrückt. Als ich dann im Endeffekt, als die plötzlich dann wieder weggerannt sind, hatte ich nichts mehr. Weder Geld noch irgendwie meine Schlüssel noch irgendwie mein Telefon. Alles haben die mir weggenommen, die Banditen. Und das war dann eine Geschichte, ein Aufhänger. Und mein Bodyguard hat gesagt, ich habe es ihm doch gesagt. Und ich habe gesagt, Mensch, ich habe gedacht, ich könnte die Jungs kontrollieren. Und dann hat die Zeitung das mitbekommen. Und dann hat die da einen riesen Aufmacher drauf gemacht, auf Fernsehen und Radio, dass der Trainer da alles verloren hat, weil er mit den Kindern da gespielt hat. Und dann hab ich einfach nur gesagt, also egal wie das war, die haben das sehr clever gemacht und ich hoffe, dass sie ein gutes Mittagessen haben von meinem Handy, weil das ist im Endeffekt nicht unbedingt das Wichtigste im Leben. Wir sollten einfach auch schauen. Ich selber habe etwas gelernt auf der anderen Seite, denn am nächsten Tag bin ich wieder mit den Kindern spielen gegangen, aber diesmal habe ich mein Handy zurückgelassen, weil jeden Tag ein neues Handy konnte ich mir auch nicht mehr kaufen. Aber es war schon was Besonderes, sage ich dir. So 4-, 5-Jährige, die springen da auf dir hoch und ja, du denkst, du kannst dich wehren, kannst du gar nicht. Das geht gar nicht. Ja, aber genau so stelle ich mir dich vor, so habe ich dich auch kennengelernt. Nach Makassar ging es ja zu deiner bisher letzten Station als Clubtrainer, bevor wir dann zu einer ganz interessanten Station kommen, nach Bosnien. Wie war es in Bosnien? Du warst eine Saison unten, auch ein, wie soll man sagen, eine sehr schwierige Aufgabe dort, weil auch das Publikum sehr heißblütig ist und Erfolg gefordert, egal wo man ist. Also ich hatte bei Zvezda Kradačevac einfach einen ganz guten Einstieg. Da gab es einen, damals war der im Aufsichtsrat, der hieß Alija Skahic, der übrigens ein Kärntner, der lebt auch in Kärnten, der hat mich damals versucht zu verpflichten. Es gab bei mir zwei Geschichten. Die eine Geschichte war, dass ich auf der einen Seite wieder arbeiten wollte, aber eine ganz andere Geschichte, meine Mutter ist dement oder wurde immer dementkranker, lebt in Kroatien. Das hat sich einfach super ergeben. Ich konnte nach dem Tod meines Vaters dann noch vielleicht das ein oder andere Jahr mal auch in Kroatien mit meiner Mutter immer mal wieder am Wochenende verbringen. Ich war häufig in Kroatien bei ihr dann. Das war so an der Grenze zu Kroatien. Und ich habe dann einen Absteiger übernommen, das weiß ich noch wie heute. Die waren nicht nur Letzter, die hatten beim ersten Spiel hatten wir 8, 9 Leute. Das heißt 13, 14 Verletzte. Und dann habe ich aus der Not eine Tugend gemacht. Und habe dann einfach Jugendspieler hochgezogen und ja, wir haben dann plötzlich sehr vieles geändert und innerhalb von wenigen Wochen haben wir dann uns vom letzten Platz ins Mittelfeld und sogar im Pokal weitergemacht und plötzlich hatten wir auch die Aufmerksamkeit der Fans. Die Fans waren positiv, weil sie sahen, dass was da passiert ist. Plötzlich haben wir uns von den Abstiegsplätzen entfernt und haben uns ins Mittelfeld bewegt und das war einfach eine sehr, sehr positive Situation. Im Management hatten wir plötzlich sehr viele junge Spieler, die einfach mit 16, 17-Jährigen haben wir dann plötzlich die Liga aufgemischt mit auch ein paar Erfahrenen. Und es war am Anfang war das alles sehr, sehr gut. Und dann in der Winterpause waren wir im Trainingslager. Das hat auch damals mit der Alias Karic und dem Management, die haben das alle organisiert. Und im Großen und Ganzen war das alles sehr positiv. Aber plötzlich habe ich schon gemerkt, dass einfach ein paar Sachen dann nicht mehr gepasst haben, wo sie einfach auch zu viel erwartet wollten. Und ja, ich denke, dass sich einige dann plötzlich zu sicher waren, dass wir nicht mehr in die Abstiegsgefahr geraten. Und ja, dann plötzlich wollten man dann plötzlich neue Spieler, die Jungen wieder weg und ja, ersetzen und war dagegen. Und ja, irgendwann hat man mir halt einfach mitgeteilt, ja, Trainer, wir sind ja jetzt irgendwie im Mittelfeld, wir brauchen sie nicht mehr. Sie sind entlassen. Ja, und dann ist etwas passiert, was ich in meinem Leben nie auf dem Balkan erwartet habe. Ich kam in die Kabine, um mich von der Mannschaft zu verabschieden. Ich hatte zwar noch ein Jahr Vertrag, aber wollte mich dann verabschieden.
Und ich hatte dort einen 16-Jährigen eingesetzt in der ersten Liga. Der hat das erste Tor geschossen, ist der jüngste Torschütze in der ersten bosnischen Liga. Der fing plötzlich bei der Verabschiedung an zu weinen. Und urplötzlich fingen die ganzen Spieler an zu weinen. Unfassbar. Und ich muss sagen, ich musste wirklich auch meine Tränen auch irgendwo zurückhalten, weil wir hatten innerhalb von 6 Monaten uns so eine Verbindung aufgebaut. Das hat also wirklich wehgetan. Und ja, das hat uns alle sehr, man muss sich das jetzt mal vorstellen, das kam ja später dann auch an die Öffentlichkeit, an die Medien, also in Kroatien und in Serbien, Bosnien, ist es nicht so einfach oder ist es nicht normal, dass Spieler bei einer Verabschiedung von einem Trainer weinen? Das hat es doch eigentlich in der Form noch nie gegeben. Und ja, die haben dann einfach auch erzählt oder versucht dann zu erklären, was passiert ist. Und sie sagen, nee, das hat einfach so toll gepasst mit dem Trainer und auch mir hat es so gut gefallen mit den Spielern. Tja, das Management hatte eine andere Meinung. Wie gesagt, später sind sie leider dann, am letzten Spieltag sind sie abgestiegen, weil sie 1-1 gespielt haben gegen den Abstiegskandidaten. Und ich laufe bis zum heutigen Tag noch dem Geld hinterher. Ja, aber solche Ablösen sind ja. Obwohl ich den Prozess gewonnen habe, habe ich immer noch nicht mein Geld. Aber ich sage es noch einmal, ich mache da jetzt kein großes Ding draus, es gibt wichtigere Dinge. Nur ich bin da schon ein bisschen prinzipientreu. Naja, solche Trainerablösen sind ja am Balkan, am ehemaligen oder am Balkan nicht die Ausnahme. Man braucht nur jetzt den Nenad Bjelica anschauen in Kroatien. Hätte auch niemand damit gerechnet. Ich hoffe für Nenad, dass er wirklich bei Fenerbahce landet. Aber jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten, aber auch sehr schwierigen Zeit in deinem Leben, auch sehr erfolgreich. Afghanistan. Jeder verbindet das mit Krieg, mit Taliban. Und du warst dort Nationaltrainer von 2015 bis 2017. Nicht leicht, aber eine schöne Zeit, wie ich recherchiert habe. Also es war die erfolgreichste Zeit, die der afghanische Fußball jemals erlebt hat. Es war aber auch so für mich persönlich, es war so, dass ich unbedingt, als der Anruf kam, mir erstmal im Klaren sein wollte, was passiert da wirklich? Afghanistan. Als ich plötzlich hörte, dass die Aufgabenbeschreibung und auch die Trainerbeschreibung war die, dass man mental stark sein muss, unter schwierigsten Umständen zu funktionieren und eine Mannschaft zu führen. Mental stark, also wenn du nach Afghanistan gehst, dann musst du nicht nur mental stark sein, sondern musst du schon einfach im Endeffekt ja, einfach einen besonderen Bezug einfach zu so etwas haben. Ich persönlich hatte einen besonderen Bezug, ich wollte immer was Soziales in meinem Leben machen. Hört sich vielleicht jetzt komisch an, aber wer meine Vergangenheit gesehen hat, der weiß natürlich nichts über meine Kindheit oder die wenigsten wissen es. Ich war mit 2 Jahren, habe ich meine Eltern in Kroatien, im ehemaligen Jugoslawien, zurücklassen müssen, mussten dann weg und dann war ich jahrelang alleine. Und ich weiß schon, was es bedeutet, als kleiner Junge einfach dann irgendwo ja, nach Deutschland später zwar zu kommen, auch die Ausbildung in Deutschland, ich habe Deutschland eigentlich alles zu verdanken. Aber diese Geschichten dieser afghanischen Menschen, dieser Krieg, der damals, ja, 35, 36 Jahre, heute sind es 41 Jahre, tobte, das hat schon bei mir sehr, sehr viel Respekt hinterlassen. Und ich wollte unbedingt diesen Leuten irgendwo was helfen. Der Präsident und der Generalsekretär wollten unbedingt, dass ich sofort komme. Und ich habe dann eigentlich alle möglichen Leute angerufen, Trainerkollegen, und habe dann mal gefragt, auch, ja, sag mal, was weißt du über Afghanistan? Und ich weiß noch, wie ich den Yogi angerufen habe, da hat der Yogi gesagt, Afghanistan, oh, Krieg, Bomben und Bekannte angerufen, Afghanistan, Krieg, Bomben, Terror, Gewalt. Ja, und so nach ungefähr 11. Anruf habe ich irgendwann mal gesagt, den Yogi nochmal angerufen und habe gesagt, Yogi, aber eins kann ich dir sagen, dann müssen wir das eben ändern. Dann müssen wir halt einfach mit Fußball was Positives mal über Afghanistan. Jeder erzählt mir nur negativ. Irgendwas Positives müssen wir doch mal finden. Und der Yogi hat gesagt, wenn es einer schafft, dann bist du es. Und so habe ich dann einfach mich dann, habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe gedacht, so jetzt mache ich das mal. Und ja, da bin ich, habe ich ihnen zugesagt, dass ich wahrscheinlich mal nach Afghanistan komme und mir das Ganze erstmal anschauen möchte, bevor ich unterschreibe. Und die haben aber schon verkündet, dass ich Nationaltrainer werde. Und plötzlich waren schon, glaube ich, eine halbe Million Leute über Internet, die das befürwortet haben. Und dann bin ich mal nach Afghanistan dann am nächsten Morgen geflogen
Und als ich dann am Flughafen angekommen bin, dann wollte ich nach Hause wieder. Da habe ich gewusst, Mensch, was hast du da gemacht? Als ich den Flughafen gesehen habe, muss ich sagen, ist mein ganzer Mut mir ganz schön in die Hose gerutscht. Also, das war ein Ding, der Flughafen. Die Panzer, die Feuergefähr, die Leute, die Gewehre, die Waffen überall, die Maskierten. Und das alles schon am Flughafen, habe ich gedacht, meine Güte, da will ich wieder heim. Das war ein Fehler, Peter. Das war nicht so eine gute Idee. Das war vielleicht auch ein kleiner Fehler. Und dann habe ich hab gedacht, jetzt kannst du aber nicht gleich wieder abreisen. Jetzt haben die noch ein Hotel gebucht und dann bin ich ins Hotel gekommen. Das hat mich noch mehr bestärkt, dass ich da überall Einschusslöcher in den Wänden und so. Und es war eines der besten Hotels. Und da habe ich gesagt, da musst du wieder, aber da musst du schlucken jetzt. Und dann haben die mich da ins Auto gesetzt, weil sie im Verband kommen wollten, dass ich komme. Und dann ist wieder passiert und egal wer das jetzt damals auch in Afghanistan gemacht hat, also für mich war klar, ich war wieder heim. Also bei aller Liebe und wie gesagt, die 500.000 da, die da über Internet schon positiv mir gegenüber geäußert hat, das war mir egal, zwischenzeitlich war scheinbar schon 2 Millionen Menschen, die sich positiv über meine Verpflichtung als Nationaltrainer geäußert hatten. Habe ich gedacht, nee, nee, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Ich hatte Angst. Wirklich, Leute, ich hatte Angst. Und dann bin ich auf dem Trainingsgelände gekommen und dann sind mir plötzlich da Kinder mit Rosen entgegengekommen. Und ich muss sagen, die Kinder haben es mir wieder angetan. Also ich habe die Kinder da auf mich zulaufen sehen, die sind da gesprungen und da war einer dabei, so ein 5-Jähriger, 6-Jähriger, der hatte nur einen Schuh. Und da habe ich ihn gefragt, sag mal, mein Bodyguard hat gefragt, wie sieht's aus? Du kannst du mir sagen, wo ist denn der andere Schuh? Dann sagt er mir doch tatsächlich, so ein 5-6-Jähriger ins Gesicht. Der hat bei mir übersetzt, ich brauche doch nur einen Schuh, ich habe doch nur ein Schussbein. Ja, der Junge hat es mir natürlich angetan, der Benjamin. Später, wie gesagt, ich habe seinen Arm erfahren, habe ich dann immer auch Schuhe mitgebracht. Aber so eine Aussage, das ist das, ich sage nochmal, für so einen kommst du. Für so, alleine nur für den oder die Kinder, tja, dann bin ich da rein, habe das Ding unterschrieben, habe gesagt, ich bleibe. Aber es muss halt so laufen, wie ich mir das vorstelle. Und ja, dann haben wir auch sehr viel Erfolg gehabt. Ja, es lief am Anfang oder es lange Zeit sehr, sehr gut und ja, im Nachhinein muss ich sagen, ich habe die Spieler dann in Iran, die afghanischen Länderspiele können alle nur im Ausland stattfinden. In Kabul ist es zu gefährlich, zu viel Gefahr, Terror, Gewalt, Bombenanschläge. Auch ich als Ausländer stand jeden Tag ja, unter einem sehr großen Druck. Also immer wenn ich nach Kabul gefahren bin oder geflogen bin, war mir klar, dass ich in Lebensgefahr war, aber ich wollte das unbedingt durchziehen und wir haben das erste WM-Qualifikationsspiel im Iran 3-0 gewonnen gegen Kambodscha und dann habe ich etwas gemacht. Ich habe die Mannschaft da versucht zu ändern und habe einfach versucht, etwas, was mir aus meiner Zeit als Nationaltrainer in Georgien noch in Erinnerung geblieben ist. Ich habe immer gesagt, ein Nationaltrainer muss immer wieder auch im Land sein. Das heißt, jemand, der einfach Nationaltrainer von einem Land ist, der muss die Kultur und die Menschen im Land kennenlernen. Und wenn er das nicht tut, wird er nie die Bindung kriegen. Also bin ich als erster und wahrscheinlich einer der einzigen ausländischen Trainer, bis jetzt bin ich der einzige, immer wieder nach Kabul geflogen, habe dort Trainings gemacht, auch mit der Nationalmannschaft. Und ich muss sagen, ich habe dort in Kabul leider mehrmals Anschläge überlebt. Leider auch mehrmals Bombenangriffe überlebt. Das heißt, wenn ich sage leider, meine ich nicht für mich leider, sondern es sind immer Menschen gestorben. Und deswegen, das tut mir wahnsinnig leid, was da immer wieder passiert ist. Ich weiß noch, wir sind mit der A-Nationalmannschaft plötzlich in einem Hotel gewesen. Es war vor den Südasienmeisterschaften. Das erste Mal, dass die Nationalspieler, die ja alle in Europa leben oder da sind. Zum Beispiel Spieler aus Deutschland, die beim Freiburg, bei Hamburg SV, Eintracht Frankfurt ihre Grundausbildung gemacht haben, Twente Enschede, Ajax, Malmö FF, in diesen Bereichen Spieler aus Norwegen, Schweden, Dänemark, Deutschland, Holland, Amerika, die wirklich sehr, sehr gute Ausbildung haben, die habe ich verbunden mit den afghanischen Spielern, die in Afghanistan keinen Spielbetrieb haben, eigentlich nur Talent. Und daraus haben wir dann eine schlagkräftige Truppe gemacht, um dass die Bindung aber
Weil das größte Problem in Afghanistan ist diese zwischenmenschlichen Bereiche. Das heißt, die sind untereinander alle sehr, sehr zerstritten. Gibt es verschiedene Stämme, Hazaren, Pashtun, Tadschiken, alles Mögliche. Die sind sehr, sehr zerstritten untereinander. Das war einer der Gründe, warum ich die Nationalmannschaft oder warum man geholt hat, weil ich war der Meinung und habe das auch umgesetzt. Ich bin der Meinung, ein guter Trainer muss immer Harmonie versuchen zwischen Menschen zu schaffen und vermitteln. Mit Disziplin, mit klarer Grundordnung, mit Respekt, all diese Sachen sind sehr wichtig. Aber wir haben diese Nationalspieler, die sich teilweise in sehr, sehr schwierigen Situationen befunden hatten, zusammengetan und haben plötzlich alle Spiele gewonnen. Das heißt, wir hatten die ersten 5 Länderspiele hintereinander, 5 Siege, offizielle Spiele. Es war eine solche Euphorie entstanden. Die war ein Wahnsinn. Aber wir mussten ein Training auch machen im Vorfeld dieser Spiele, um eine Euphorie im Land zu erzeugen, damit die Menschen wissen, wer das ist. Und wir haben ein Trainingslager gemacht für 2 Tage, 3 Tage, ein öffentliches Training. Da war das alles toll, alles war super. Wir haben Bilder gemacht, die Spieler kamen aus Deutschland, alle waren begeistert. Ich weiß noch, einer hat immer seiner Mutter angelogen, weil er gesagt hat, ich bin in Dubai, dabei war er in Kabul. Das war der Hassan, der spielt heute in Meppen. Die Geschichte ist später rausgekommen, weil die Mutter hat ihn irgendwann auf Fernsehen gesehen und gesagt, du, ich habe mitgekriegt, du bist in Kabul und nicht in Dubai. Also das waren schon Aktionen von den Spielern, die haben einfach ihre Eltern oder ihre Familien belogen, dass sie da zum Training nach Kabul gefahren sind, weil die Eltern hätten das dann nicht erlaubt. Und es war alles so eine tolle Atmosphäre und die Spieler haben noch nie ihren Onkel gesehen, noch nie ihren Großvater gesehen, es waren Flüchtlingskinder. Und wenn man sich die Geschichten dieser Flüchtlingskinder mal anhört, wenn man sieht, was für Entbehrungen diese Flüchtlinge gehabt haben, bevor sie in Deutschland sind. Heute studierte Leute haben die Sachen angenommen, haben teilweise Lehrer, teilweise Ärzte, teilweise wirklich in sehr, sehr guten Berufen vom Ingenieurwesen. Wenn man diese Geschichten hört, das ist ein Wahnsinn. Und die haben mich dann dazu überredet, weil alles so toll war und ich auch das Gefühl hatte, das passt alles, ist ja alles super, ist ja alles so friedlich. Die haben mich damals im Dezember 2015, also 6 Wochen nachdem ich da war, überredet, dass sie ihre Familienmitglieder mal besuchen dürfen, außerhalb des Hotels. Und ich dachte mir, oh, das hat ja alles super funktioniert. Und als sie dann aus dem Hotel gingen, bin ich kurz zum Physiotherapeuten gegangen, 15 Minuten später, plötzlich explodierte die Bombe, plötzlich Schüsse, plötzlich sahst du nur noch Tote und es war ein Wahnsinn. Plötzlich waren unsere ganzen Spieler oder der größte Teil der Spieler in Lebensgefahr. Menschen haben sie plötzlich in ihre Häuser gelassen. Es gab sehr, sehr viele Tote, 40, 50 Tote. Die spanische Botschaft wurde damals angegriffen und wir waren mittendrin. Es wurde auf unser Hotel geschossen und meine Leibwächter haben dann die Kontrolle übernommen über uns alle, weil es war ja ein Wahnsinn. Und wir haben versucht, dann die Spieler zu kontaktieren. Wir wussten, die sind auf der Straße, im Feuergefechten. Und ja, dann haben wir ihnen gesagt, sie dürfen nicht laufen, weil es ist die schlimmste Sache, die du machen kannst. Wenn du einfach nur wegläufst, dann wirst du einfach von beiden Seiten vielleicht angegriffen. Und ja, ich habe bis 5 Uhr morgens dann im Hotel mit den Leibwächtern des Hotels versucht, einfach ja aufzupassen, immer wieder geguckt, wann der nächste Spieler gekommen ist. Und um 5 Uhr war dann der letzte Spieler da. Und ich war Gott froh, also für mich stand fest, dass ich sofort zurücktrete, wenn einem einzigen Spieler was passiert, weil ich hatte den Fehler gemacht. Ich habe mir dabei nichts gedacht. Ich war mir zu sicher. Ich war wirklich auch, ich hatte die Verantwortung. Ich habe mich von ihnen weichklopfen lassen, weil sie mich einfach angeschaut haben mit ihren Familien und habe einfach auch die Situation vollkommen falsch eingeschätzt. Aber in Afghanistan kann so eine Fehleinschätzung einfach Leben kosten. Und ja, ich hatte Glück, dass es gut gegangen ist. Und dann haben wir uns alle versammelt und dann habe ich gefragt, was machen wir jetzt? Und dann haben die Spieler mir gesagt, Trainer, wir können nichts machen, das ist Afghanistan. Und dann habe ich gesagt, was können wir denn vielleicht für die Menschen machen, die da draußen sind? Und dann sagte einer, der ein Hodja war, Trainer, wir können für sie beten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann beten wir. Und dann haben ich etwas erlebt, was war einfach ein Schlüssel für mein ganzes Leben, auch danach, warum ich diese Afghanen so gern gehabt habe. Dann haben wir da gebetet für die Toten und man hat mir die Verhaltensregeln erklärt, was ich zu tun habe, weil ich ja Christ bin.
Und ja, das war ein Augenblick, den ich nie vergessen werde. Und das war auch nachher der Schlüssel, warum wir so erfolgreich waren. Wir wurden auch dadurch eine unglaublich geschlossene Mannschaft und eine richtig tolle Gemeinschaft. Bis zum heutigen Tag habe ich noch jeden Tag Kontakte. Heute habe ich sehr viele Anrufe aus Afghanistan bekommen und Afghanistan ist für mich schon was Einzigartiges. Ja, du wurdest ja auch, holtest die Vizemeisterschaft in Südasien, warst der erste Trainer in Afghanistan, der die dritte Quali-Runde bei der Asienmeisterschaft geschafft hat. Warum ist es dann zu Ende gegangen, relativ schnell dann, 2017? Das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Geschichte. Also wir waren so ziemlich die erfolgreichste Mannschaft und wie gesagt, die Erfolge, wir wurden auch plötzlich von der Regierung, auch der Staatspräsident, der uns den Namen des Experiment gegeben hat, weil wir einfach funktionierten. Das heißt, wenn afghanische Menschen friedlich miteinander in einer Gruppe, auch wenn es Fußball ist, so in einer Gemeinschaft zusammennehmen können, dann muss es auch möglich sein, vielleicht das Ganze aufs ganze Land zu übertragen. Wir haben positive Atmosphären gesetzt. Wir bekamen E-Mails oder ich bekam E-Mails, Trainer, die haben mich total ergriffen. Für 90 Minuten konnten wir vergessen, in welcher Hölle wir leben. Wir hatten die Akzeptanz der Leute. 8 Pflichtspiele, 6 Siege in WM und Asia Cup bzw. Südasien Meisterschaften. Erste Qualifikation für den ersten Mal in der Geschichte. Und dann hatte plötzlich der Präsident des Verbandes mit seinem Generalsekretär eine Situation, sie wollten plötzlich, nachdem wir die Qualifikation geschafft haben, diese Euphorie im Land hatten, sie wollten plötzlich, dass wir einen Spieler mitnehmen, von dem die Mannschaft einfach wusste, der manipuliert Spiele und der 3 Pässe hatte. Ich habe 3 Pässe selber gesehen und habe mich geweigert, habe gesagt, das passt nicht zu einem Freundschaftsspiel in Tadschikistan, den nehme ich nicht mit, der hat 3 Pässe, hey, das geht nicht. Und die Spieler haben erzählt, was passiert immer wieder, dass er halt einmal hier ausrutscht oder da ein Fehler oder andere Spieler versuchte zu stimulieren, dass sie einfach Spiele verkaufen. Ja, und dann hat man mir gesagt, also entweder nimmst du den mit, ich war in Kabul geflogen, ich versuchte den Präsidenten, der den Spieler eingeladen hatte, ich wollte den Spieler nicht, der hat bei mir ja nie gespielt, die letzten 1,5 Jahre, er wollte unbedingt, hat mir gesagt, entweder du kriegst jetzt mehr Geld, nimmst den mit zu dem Spiel und dann ist es wieder okay. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Dann haben sie mir gesagt, wenn du es nicht machst, dann nehmen wir dir den Pass weg, beziehungsweise bleibst jetzt hier. Du wirst auf alle Fälle Afghanistan nicht mehr verlassen. Und das war dann so, dass ja, ich gedacht habe, gut, mir nimmt doch keiner den Pass weg. Aber ich hatte das die Rechnung ohne die gemacht. Das war dann so, die haben mir den Pass weggenommen und dann haben sie mich mein ganzes Geld weggenommen und haben mich ohne Pass und ohne Geld in Kabul zurückgelassen und sind weggeflogen und haben mir gesagt, dass ich das Land jetzt nicht verlassen kann. Und da muss ich dazu sagen, das war das andere Bild von Afghanistan, was ich kennengelernt habe. Normalerweise ist es ein Todesurteil, braucht man nicht zu diskutieren. Ich bin ja, in der Öffentlichkeit ein, ja, wie soll man das sagen? Ein beliebiges Entführungsopfer. Hab keine Bodyguards mehr. Man hat die Bodyguards abgezogen. Du kommst in Kabul, kann Kabul nicht vergleichen mit irgendeiner, kaum einer anderen Stadt in der Welt. Also alle 500 Meter ist da ein Checkpoint. Und wenn du keinen Pass hast, bist du erledigt. Geschweige denn am Flughafengelände kommst du ja nicht mehr rein. Und mich kannte man ja durch diese ganzen Erfolge, die wir da einfach hatten. Und dann hatten mich. Ich wusste, ich bin jetzt in einer ganz schwierigen Situation und es war mir klar, ja, jetzt wird es eng. Und dann haben wir die afghanischen Menschen, die Spieler, die mitbekommen hatten, dass ich nicht mitgehen durfte, dass man mir den Pass weggenommen hat, die haben dann einen Verband angerufen und plötzlich waren da Leute um mich und plötzlich haben die gesagt, nee, das ist unser Nationaltrainer und den beschützen wir und ja, dann, den rührt keiner an und ja, dann haben mich diese einfachen Leute beschützt und mir geholfen und ja, nachdem ich das Glück hatte, der FIFA zu informieren, habe ich auch wieder meinen Pass zurückbekommen. Aber ja, das bin dann ins Hotel und bin dann abgereist. Und das war das Ende der Geschichte in Afghanistan, weil ich den Spieler nicht mitnehmen wollte. Was man vielleicht erwähnen muss, der Spieler wurde, also ich bin in den Bus gegangen, weil wir uns schon verabschieden wollten, nachdem ich den Verband informiert habe, ich nehme ihn nicht mit. Dann hat man mich wieder aus dem Bus herausgeholt. Und man hat ihn reingesetzt, der ist dann mitgeflogen, ich musste da bleiben
Und in Tadschikistan haben sich dann plötzlich die ganzen Spieler geweigert, mit ihm zu spielen, haben ihn aussortiert in Tadschikistan 2 Stunden vor Spielbeginn, und weil er Spiele manipuliert und das Ganze. Und der Präsident hat es am Anfang nicht akzeptieren wollen. Die Spieler wollten, dass ich wieder zurückkomme als Nationaltrainer. Und dann ist Folgendes passiert. In der Nacht bei dieser ganzen Sache, nach dem Spiel, hat der Spieler die Spielmanipulation zugegeben und hat gesagt, er bekommt 2000 Dollar dafür und er tut andere motivieren. Und dann hat mich der Präsident wieder angerufen und eine E-Mail geschrieben, ich sollte auch wieder zurückkommen nach Kabul. Aber ich verstehe jeder, dass ich nicht mehr bei diesem Präsidenten und diesen Leuten dann sein konnte. Mir blutet mein Herz bis zum heutigen Tag. Ich konnte nicht mehr zurück zu diesen Leuten, weil das war einfach zu viel passiert. Peter, ich könnte noch bis Mitternacht mit dir plaudern. Ich höre leider von der Regie. Das war's für heute, obwohl Malediven bin ich dir heute noch böse, dass du mich nicht als Zeugwart mitgenommen hast. Lieber Peter, es war hochinteressant. Ich sag danke. Ich hoffe, wir telefonieren die nächsten Tage auch noch einmal. Ich wünsche dir alles Gute, hoffe, dich bald wieder am Fußballplatz zu sehen. Wir bleiben in Kontakt. Ich hoffe, du kommst wieder einmal nach Kärnten. Für euch, liebe Zuschauer, wir haben um 20 Uhr den nächsten Talk mit dem Gernot Zirngast, dem Chef der Spielergewerkschaft der VDF in Österreich, auch sehr interessant in diesen Zeiten. Ich sage nochmal danke, Peter Scheggert. Schönen Abend noch. Liebe Grüße an deine Familie. Noch einmal alles Gute zum Geburtstag und hoffentlich bis bald. Baba. Vielen Dank und alles Gute euch. Danke, Peter. Ciao.